Dieses Video ist für dich, wenn du Menschen um dich herum hast oder in einer Situation lebst, die dir gerade schaden möchte. Menschen, die dir schaden möchten, die dich beklauen möchten, die dich belügen, die Lügen über dich erzählen. Denke daran, die Konsequenzen, die diese Menschen tragen werden, die werden gar nicht wissen, dass es wegen dir ist. Aber sie werden sie tragen. Es gibt Ursache und Wirkung. Das heißt, ich setze eine Ursache und dann kommt die Wirkung. Aber es ist zeitversetzt. Es ist genauso wie wenn man ein Kind bekommt. Es gibt ein Volk anscheinend, oder ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt oder es gab, wo, wenn Frauen schwanger geworden sind, gar nicht wussten, die dachten, das Kind ist einfach gekommen. Ja, das ist einfach von einem Geist und das ist jetzt da, ne, von einem höheren Geist, jetzt kommt das Kind. Aber die wussten die Konsequenz nicht, dass hast du Geschlechtsverkehr, kommt 9 Monate später ein Kind, weil es einfach zeitversetzt ist und sie das damals nicht wussten. Und so auch bei uns heutzutage, wenn ich dir etwas Schlechtes tue, wenn ich schlechte Absichten habe, es gibt auch genug Menschen, die denken, dass sie nichts Böses tun, haben aber schlechte Absichten. Beobachte mal, was deine Absicht ist. Warum tust du, was du tust? Ich spreche jetzt Menschen an, denen Schlechtes getan wurde oder wird. Vergiss nicht, dass es nicht verloren ist. Vergiss nicht, dass all das, was dir weggenommen wurde, all die Lügen, die über dich erzählt wurden, all das, was dir angetan wurde, sich drehen wird. Das bekommst du in positiv und die andere Person in negativ. Es geht nicht anders. Genauso wie wenn ein Apfel runterfällt, wenn er reif ist, dann fällt er runter. Der fliegt ja nicht in den Himmel. Und genauso mit dieser Ursache und Wirkung, genauso mit diesen Konsequenzen. Tust du etwas oder tut man dir etwas Böses, wird das zurückkommen. Ich komme nochmal zurück auf die Konsequenzen. Man sieht die Konsequenzen ja nicht sofort. Also wenn ich jetzt Gerüchte über dich verbreite, werde ich in meinem Leben nichts spüren. Mein Leben geht ja weiter. Oder ich denke, es ist ja alles in Ordnung. Aber die Konsequenzen können sein, dass ich Rückenprobleme bekomme, Knieschmerzen bekomme, Probleme mit meinem Kind, Probleme mit einer Lehrerin, eine viel zu hohe, keine Ahnung, Gasrechnung oder was auch immer. Es kommt auf Wegen, die man nicht in Verbindung bringt mit dem schlechten Tat, die man getan hat. In der Spiritualität sagt man, dass das bis zu 7 Generationen auch weitergegeben werden kann. Das heißt, wenn meine Vorfahren schlechte Dinge getan haben, kann es sein, dass ich darunter karmamäßig heute noch zu leiden habe. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Was mich interessiert ist, dass all die Energie, die ich rausgebe, an Absichten, an Taten, an Worten, an das, was ich dir antue, dass das dann wieder zu mir oder zu meinen Kindern zurückkommen wird. Wie wichtig ist es dann, darauf zu achten, wie ich mit anderen umgehe und wie meine Absicht ist? Und wenn ich Fehler mache, mich zu verändern, hinzuschauen, das zu hinterfragen, an mir zu arbeiten, dass ich mein Verhalten verändere. Auch wenn ich als Kind es gelernt habe, hinterhältig zu sein, zu betrügen, zu beklauen, zu belügen, Gerüchte zu verbreiten. Das lernt man ja leider schon als Kind von seinen Eltern. Als Erwachsener ist man für seine Taten verantwortlich. Wenn du in dieser Situation bist, dass dir gerade geschadet wird, sei dir bewusst, dass Gott größer ist als das und dass du dich an die göttliche Liebe wenden kannst. Mit so einer höheren Energie, das Vertrauen darauf, dass Gott an deiner Seite ist, egal was da gerade verbreitet wird, egal was da gerade versucht wird zu machen, im Gebet, in der Verbindung mit der göttlichen Energie, mit der göttlichen Liebe, mit dieser hohen Verbindung an Dankbarkeit und nicht nur Dankbarkeit, mit diesem hohen Gefühl Erwartung an, mir wird geholfen. Da ist etwas Größeres, das schon für den Ausgleich sorgen wird. Egal, was die andere Person machen wird, das, was für mich bestimmt ist, wird zu mir kommen. Beziehungsweise das, was mir zusteht, wird zu mir kommen. Und die Lügen, die da verbreitet werden und die Dinge, die da getan werden, um dir zu schaden, um dein Leben zu erschweren, wird alles wieder zurückkommen zu der anderen Person. Also nimm dir den stärksten, treuesten Begleiter, die göttliche Liebe, und du wirst unbesiegbar sein. Geh ins Gebet. Vergiss nicht immer wieder, ins Gebet zu gehen, in die Verbindung zu gehen, zu dem Höheren. Ja, es gibt etwas Höheres. Du bist da nicht alleine.